Ja, hallo und willkommen. Und heute wieder mit dabei. Der Whisky Robert. Wieder mal hat er Zeit gehabt für uns. Und er hat auch was mitgebracht. Was hast du Schönes mitgebracht? Dann an Ehre, einen 20-jährigen Ehren. Single Cask. Brennt ist er am 21.04.98 und abgefüllt am 5.09.2018. Ja, 20 Jahre. In einem Sherry Hogshead. Kask Nummer 552 und hat 47,2%. Oh, nicht schlecht. Der Erwin. Das war, glaube ich, die Limited Edition von whisky.de. Ja. Da weiß ich noch, da gab es 100, also es wurden 154 Flaschen davon abgefüllt. Und woher hast du das schöne Sample? Von Whisky Jason. Ah, von Jason, okay. Ah, da hat er Flaschenteilung gemacht und da. Riecht schon mal sehr gut. Denkt nur. Wenn schon nicht nach Österreich liefern muss, halt Umwege. Okay. Umwege halt den Grün. Wir haben ja eine Vollreifung in einem Sherry Hogshead. Das klingt schon mal nicht schlecht. Farbe. Ungefärbt und nicht kühl gefiltert. Und schon geht schon in ein schönes dunkles. Würde ich sagen, oder? Dunkel Bernstein. So. Ja, Erwin ist eine Insel, muss man dazu sagen. Wird genannt auch oder nennt man das Schottland in Kleinformat. Erwin, die Insel Erwin. Dann gibt es noch dazu, da waren schon über 150 Jahren, waren sie ohne eine Whisky-Destillerie. Ja. Sie haben dann 1992 wieder den Plan gehabt, wieder eine Destillerie zu erbauen. 1995, glaube ich. Ja, war es dann soweit. Dann ging die neue Destillerie schon in Betrieb. Und dann 1997 gab es dann noch ein Besucherzentrum. Und bei der Eröffnung war die Königin dabei. Ich glaube, da war der Prinz Charles lieber dabei gewesen. Ja. Also die Königin, aber die Königin hat das Besucherzentrum eröffnet. So, ein paar Kleinigkeiten zu Erwin. Oh, die ist sicher auch trinkfest, die Königin. Wenn sie nach der Mama kommt, der Queen Mom. Ja. Aber die hat ja irgendwas anderes getrunken. Also die hat einen Gin, glaube ich. Einen Gin getrunken. Schöne Nase, ja. Erster Gedanke ist eigentlich. Geht in so ganz, schon ganz reife, so die ganz überreifen schon Nektarinen, ne, in die Richtung. Schöner Sherry. Ja. Aber BX ist keiner. Ja. BX ist, leider ist er, schreibt da nichts dazu, aber Oloroso oder Fino Sherry. Ja. In die Richtung geht's. Ja. Aber voll die Nektarinen. Voll zermatscht. Also Matsch. Ja, schon sehr süß. Ja. Nektarine. Dann geht es so in Richtung, ich bin gerade mal überlegen. Bisschen Limette, hä? Was sagst du? Ja. Ja. Aber das ist rausgekriegt. Ich habe nur noch keinen Whisky getrunken, das ist das Schlimme. Oh je, ist aus der Übung. Aber. Aber dominierend ist aber. Die Nektarine. Nektarine. Und hinterher. Limettenschalen. Dann natürlich der Sherry. Ja. Na, probieren wir mal, sonst kriegen wir schon durch. Dann schon das Wasser im Mund zusammen. Ja, da wird es ein bisschen schwierig. Cremig ist schon, man muss sagen, cremig.
Man hat ein bisschen Säure dabei. Ja. Leicht säuerlich. Ja. Was für Säure? Und dann geht es in eine Richtung. Das könnte so Grapefruit sein, in die Richtung. Ja. Grapefruit. Ja, Grapefruit, ja. Hm, Grapefruit. Echt salzig. Rauch Vanille. Ja, Rauch, aber ganz dezent. Eigentlich für einen 20-Jährigen ist er halt, ist nicht so viel Vanille eigentlich, wenn du das nicht so nimmst. Da haben wir andere schon gehabt, die was enger waren und mehr. Abgang eher mittel, würde man sagen, ja, mittellang. Ja. Jetzt bleibt nicht mehr viel über. Vielleicht ein bisschen. Wie soll man es beschreiben? Lakritze. Ja, Lakritze. Etwas nussig. Ja, du, jetzt hast du gerade von der Nuss geredet und irgendwie habe ich ein bisschen Nuss gerochen dann. Oder jetzt gerade, weißt du, was du gesagt hast, oder? Naja, der braucht auf jeden Fall eine Weile, bis er sich richtig öffnet, gell. Ja. Hinter mir gingen ja die Fensterläden auf. Ja, die hören den Whisky ja, dass wir reden und schon. Schwierige Geschichte, da. Ja, der, eigentlich braucht er viel mehr Zeit. Was will nur in die paar Minuten da jetzt da? Ja, mehr so ein leichterer, so ein Schmeichler. Nicht so wie der Kentro nach 21, ne? Der ist ja da ein bisschen. Ja. Da braucht man schon etwas mehr Zeit. Ja, schön frisch. Kann man bezeichnen, schön frisch von der Grapefruit. Ja. Vielleicht sogar ein bisschen Limette. Mhm. Aber die 47,2 passen hier. Ja, schöne also Trinkstärke. Stärker denke ich, hätte es. Boah, vielleicht ganz dezent Brombeeren. Ja. Wenn ich einem zurechnen würde, aber ganz wenig. Ja, ein Hoch. Kurz dahinter hat man aber ein bisschen so eine Art Menthol, ne? Ja, da hinten. Ja, kommt so ein bisschen Menthol. Menthol, so. Ja. Kommt da ganz leicht daher. Ja. Wenn man nach dem Abgang dann kommt er. Mhm. Ganz leicht. Aber beim zweiten Schluck habe ich das hier. Erst beim ersten war es nicht so. Abgang. Nussig. Ja. Vielleicht ein bisschen ein kalter Kaffee-Satz so auf die Richtung, wenn ich das richtig beschreiben tue. Ja. Eiche, aber jetzt nicht bitter. Und hinten noch ein bisschen, also oben da so ein bisschen trocken wieder. Ja. Trocken. Angenehme Eiche, aber jetzt nicht keine bittere Nein, Eiche. Also dezente Eiche eigentlich. Ja. Schwierig. Den Kollegen da ist einzumordnen. Ja. Wie gesagt, es gab 154 Flaschen, habe ich gesagt, gell? Ja. Wenn ein Limit. Und Edition für whisky.de und 118 Euro, glaube ich. Was? 118 Euro? 118, glaube ich. Ja, schon happig der Preis. An der Schmerzgrenze, würde man sagen. Ja. Ich bin nur beim Überlegen. Ja,
Ein bisschen fehlt ihm noch. Ja, fehlt da. Ja, der Kick fehlt noch. Das ist zu brav. Also. Was haben wir? Grapefruit ist da, Limette ist da, Nektarinen sind da. Der Bissi. Kaffee. Ja, mehr mein Kaffeesatz, ja. Also der Abgang ist so dezente Lakritze, nussig, salzig. Und hinten wieder ein bisschen trocken, ja. Mhm. Dezente Eiche. Muh, ne? Na, was das denn da geben für eine Punktezahl? Von 1 bis 5. Kennst du meine Benotung? Brauchen wir nicht viel sagen. Schwer. Zwei minus zwei so in etwa. Ja. Mehr. 20-Jähriger. Für mehr, da fehlt einem was. Also für plus zwei fehlt einem was. Und für minus eins, also da. Irgendwas fehlt einem. Machst du immer zu verwöhnt von den anderen Whiskys? Ja, ist auf seine Art ist er ja gut, nicht? Ja. Aber irgendwie. Für 118 Euro fehlt einem irgendwas. Ja, der Fino Sherry ist, aber ich bin da wirklich nur am Raten. Ja, naja, ich gebe ihm auf jeden Fall eine 2. Mehr kann ich dabei noch nicht dazu sagen. Aber eine 2 gebe ich ihm. Mal schauen, vielleicht müssen wir den noch ein bisschen länger atmen lassen. Vielleicht probieren wir nachher noch mal länger. Also als hier im Video ist das immer ein bisschen schwierig in der Kürze. Ja. Aber wir hätten früher schon einführen und dann ging. Aber sich öffnet noch mehr. Ja. Mal schauen. So, das war jetzt der Erwin, 20 Jahre. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein paar Abos freue ich mich natürlich immer. Wie immer sitzen hier im Balkon, weil es ist wirklich heiß. Ja. Unerträglich heiß, über 30 Grad. Das macht keinen Spaß. Na. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Nerd. Viert euch. Ciao. Ciao.